Hallo meine Hübschen da draußen. Es ist soweit. Die Verlosung ist vorbei. Das Gewinnspiel ist durch. Bis heute 12 Uhr durftet ihr euch ja für das Gewinnspiel nominieren. Und die Gewinner stehen auch schon fest. Bitte entschuldigt mein nicht ganz so schönes Aussehen, aber ja, ich habe doch einen kleinen... Ich denke mal, so einen kleinen Schwips abgekriegt von den letzten Tagen. Ja, unsere Heizung hat nämlich versagt, aber mehr dazu seht ihr am Sonntag in unserem Vlog, der dann 20 Minuten läuft und über 2 Tage geht. Also darauf dürft ihr euch sehr freuen, auf dem Vlog. Soll ich sagen, der ist noch abgesegnet worden von meiner Schwester. Ich möchte, bevor ich die Gewinner bekannt gebe, möchte ich euch nochmal von ganzem Herzen danken, dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt. Dass so, es sind wirklich so, teilweise so liebevolle, so warmherzige Kommentare geschrieben worden. Was ich toll fand, wo ich wirklich auch gemerkt habt, ihr habt euch Gedanken darum gemacht. Ihr habt überlegt, was ihr mir schreiben wollt oder was ihr mir schreibt. Und heute wollte ich einfach nochmal die Gelegenheit dazu nutzen, euch Danke dazu zu sagen und dass ihr halt auch alle so mitgemacht habt und halt so eine Beteiligung sozusagen am Gewinnspiel war. Ja, für alle die, die nicht gewonnen haben, bitte, bitte seid nicht traurig. Es gibt noch ganz viele Gewinnspiele in diesem Jahr. Also wir haben noch einiges geplant für euch. Ja, ich werde euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, sondern gebe jetzt einfach die Gewinner bekannt. Und fange erstmal mit dem ersten Köfferchen an. Wir machen das auf und es ist das Mädchenköfferchen. Und ihr seht, hier ist auch eine kleine Karte drin und auf dieser Karte steht nämlich der Gewinner. So. Genau. Der Gewinner fürs Mädchenköfferchen ist die liebe Angelina Peters. Ja. Herzlichen Glückwunsch an die liebe Angelina Peters. Bitte melde dich bei mir. Ich blende euch die E-Mail-Adresse hier unten nochmal ein, damit ihr ja, euch bei mir melden könnt. Also, das Mädchenpaket ist schon mal weg. Herzlichen Glückwunsch. Das Jungenköfferchen ist jetzt dran und ja, ihr werdet es jetzt auch wieder sehen. Packen wir das wieder ein. Und das Jungenköfferchen gewonnen hat gut. Meine Schwester ist hinter der Kamera und macht die ganze Zeit Ulk. Okay. Das Jungenköfferchen gewonnen hat die liebe Dalenia Dolls. Auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch von uns an die beiden Gewinner. Die beiden Gewinner werde ich nochmal mit vollständigen Namen unten in die Infobox setzen. Wenn ihr einen Kanal habt, dann werde ich diesen Kanal auch direkt verlinken. Und ich möchte euch von ganzem Herzen bitten, meldet euch bei mir unter meiner E-Mail-Adresse, damit wir die Adressen bekommen, damit ich euch den Gewinn zuschicken kann. Ja, an dieser Stelle nochmals, seid nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht die Gewinner seid. Es wird noch ganz viele Gewinnspiele geben. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt wieder. Am Freitag dürft ihr euch auf einen XXL-Vlog, einen 20-minütigen Vlog von uns freuen. Und ja, ab nächster Woche wird dann ganz normal Videos kommen, wie wir es ja versprochen haben. Und ja, ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!